Nee, das wird nix. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das so gut ausgerichtet bekomme, dass es gerade dazu passt, ist gering. Aber ich würde es gern probieren. Ah, was habe ich mir nur vorgenommen, Leute? Aber da kommt halt wirklich zum Tragen, dass man hier alles ausprobieren kann. Denn es ist ja offensichtlich möglich. Was willst du jetzt von mir? So. Hier. Dann muss das aber gerade ausgerichtet sein. Das wird so schwierig, sage ich euch. So, hier. Und dann ein Stück rüber. Was meint er, könnte das passen? So einigermaßen? Gucken wir mal. Kelvin, du sitzt da echt sehr ungünstig gerade. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun, Kelvin. Stört ihn nicht. Das stört ihn ganz und gar nicht. Jetzt kommen wir natürlich aber auch näher an den See. Aber das muss ja jetzt auch nichts Schlimmes bedeuten. Das heißt allerdings, wir kommen ganz schön über den See drüber. Jetzt will ich nochmal gucken, ist das denn wenigstens gerade? Gerade sieht es eigentlich einigermaßen aus. Das könnte eigentlich passen. So, ich gehe ja noch einen rüber. Und dann würde ich von da. Oh, Blaubeeren? Danke sehr. Nein, ich habe hier Arbeit zu tun. Siehst du das denn nicht? Ich kann nicht mit dir kommen. So, das sieht doch sehr gut aus. So habe ich das doch gern. So, wir brauchen mehr Baumstämme. Probiere ich es nochmal mit Kelvin. Und ich mache die Stöcke dann doch da draußen hin. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, dass er mir den Baum hier wegfällt. Ah, die Axt ist schon gut. Sind das nicht sogar schon nachgewachsene Bäume? Deswegen sind die auch noch so relativ dünn. Noch viel, welche von den vielen, die wir gefällt haben, als wir den Wall gebaut haben. Ich hoffe, dass ich da drinnen niemanden erwische. Reinlassen, das ist ganz wichtig. Das wird ja ein regelrechtes Hochhaus hier. Der steht aber schön da. Der baut durch den Baumstamm durch. Das kann man so nicht lassen.
hoch damit. Diesmal hat er sogar gar nichts abschlagen brauchen. Das wäre ja schon mal eigentlich eine ganz coole Hütte, oder? Ich würde sagen, es reicht erstmal. Erweitern können wir immer noch, denke ich. So, aufbocken. Und dann machen wir erstmal hier die Querdinger. Das Bausystem in Forest ist einfach super geil, muss man echt sagen. Da hinten sehe ich noch Baumstämme. Ich wünschte, Virginia würde mir auch helfen, aber vielleicht würde sie dann auch nur den Baum fällen. Okay, das wäre das eine. Und jetzt ist die Frage, können wir das jetzt schon auskleiden mit Boden? Wenn wir uns mal hier ein paar schlagen. Hier. Einer macht eine Stufe draus. Okay, ich glaube fast, wir müssen hier in Vierecken planen. Der weiß sonst nicht, was wir vorhaben. Okay, dann ist das halt so. Wenn wir jetzt die Kleinen vielleicht nutzen, um das aufzubocken. Das ist schade. Ich bin sicher, die würden eigentlich reichen. Warte mal, ich mach die mal nicht hier hin. Müssen wir ganz viele kleine produzieren. Warte mal, das ging jetzt aber auch so schon. Gut, wir müssen aber die Querbalken trotzdem bauen. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder die Stämme holen. Oh shit. Vielleicht doch keine Stämme holen. Ist gar nicht so wichtig. So, warte mal. Wie holen wir uns den am besten? Nicht mit der Taschenlampe, das ist eine ganz schlechte Idee. Aber hier, damit könnte es vielleicht gut funktionieren. Funktionieren. Hm. Nachgeladen ist schon. Dass wir ausgerechnet den Dingern begegnen müssen, ist halt wirklich übel. Wo ist denn der hin? Nanu? Soll mir recht sein, dass er weg ist. So, ist hier noch mehr Baumstämme? Erstmal keine mehr. Ja, die brauche ich jetzt auch nicht anzünden unbedingt. Schade, dass die nicht auch ewig halten, wie die Fackel, die man hier bauen kann. Oh, erstmal kräftigen. Müssen wir uns halt erstmal die Vierecke bauen. Immerhin wird es ja nicht langweilig. Es kommt, wir kriegen ab und zu mal Besuch. So, hier auch nochmal. Das schon alle Baumstämme? Ah, was fange ich noch mit diesen kleinen Dingern an?
Ach, dafür reicht's noch. Wahrscheinlich hat er den jetzt auch verkleinert, oder? Geht das vielleicht noch? Ja. Gut. Wir brauchen neue. Ich glaube, wenn ich mit dem Haus fertig bin, ist der Wald weg. Fällt mir ein, ich habe doch eine Kettensäge. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das werden wir gleich mal ändern. Ein bisschen weird damit zu sägen, ist schon wie im ersten Teil. Es fühlt sich nicht wirklich schneller an. Ja, so sägen ist keine gute Idee. Ich brauche die Stämme bitte in der ganzen Breite. So, das muss erstmal reichen. Mal wieder über den Zaun werfen. Hä? Was habe ich denn damit erschlagen? Waren das schon alle? Der Rest ist schon drüber geflogen sozusagen. Soll mir recht sein. Dann bräuchte noch mal drin den Triggerpunkt, dass man sich nicht erst umdrehen muss. Obwohl es auch eigentlich logischer wäre, aber trotzdem. Boah, hier liegt echt viel rum. So, so passt es aber wieder. Okay, jetzt die Querstreben quasi. Also den Überblick hier zu bewahren bei den verschiedenen Stämmen. Oh, wie schön ruhig das ist. Also auch wenn wir ab und zu Besuch bekommen, seit wir die Palisaden haben, ist es wirklich wesentlich ruhiger geworden. Nur, dass wir jetzt halt schon die schlimmen Mutanten hier haben. Vor allem die Spinnen. Ich hatte so gehofft, dass die nicht hierher kommen. Absolute Hassgegner. Okay. Dann können wir das jetzt auskleiden. Ja, ist das eigentlich egal, in welche Richtung, oder? Dann können wir die gleich mitverarbeiten hier. Wir machen uns hier ein richtig schönes Häuschen. Ich glaube, das ist ein Hase, der hier rumtrappelt. Einen können wir nicht verwenden, oder? Der würde hier zwar irgendwas machen, aber nicht das, was ich will. Kümmerst du dich darum, Virginia? Da laufen draußen welche rum.
Ah, ist cool, dass er das auch so splittet. Nee, das hatte ich nicht vor. Ein Glück, dass man das rückgängig machen kann. Ich würde so fluchen, wenn das nicht so wäre. Wenn ich so eine Fehler mache. Sehr gut. Nächste Ebene. Da splittet er nicht an der Seite. Wie schnell die Tage vergehen, wenn man baut. Wie viele Tage haben eigentlich schon vergangen? 38 Tage erst, seit wir das Spiel spielen? Erst? Ich hätte irgendwie mit wesentlich mehr gerechnet schon. Kommst erst später dran. Erst kommt der Boden. Das ist wieder bloß ein kleiner Stamm. Ja, stimmt, ich kann noch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Hütte, wenn ich die auseinandernehme, ob ich da auch Holz rauskriege, weil die ja so komplett gebaut wurde. Ja, ums Vogelhäuschen ist es schade. Doch, das geht. Oh. Ich hätte es eigentlich gleich woanders dran bauen können. Das ist nicht so schlimm. So, wie sieht's denn hier aus? Das geht nicht. Das geht. Vielleicht muss ich das dann erst wieder reparieren, weil das steht ja schon relativ lange. Vielleicht hat das schon Schaden gekriegt. Da sind doch die Sonnenbrandopfer immer dagegen gelaufen. Oh. Aua. Das Problem ist wahrscheinlich wirklich, ich muss es von oben an erst abbauen. Dann bauen wir uns mal schnell eine Leiter aus Holz. Haben wir hier noch so ein Teil? Vielleicht reicht das auch schon. Achso, die kann man nur hinsetzen. Aber echt dunkel. Ich würde sagen, es wird wieder Schlafenszeit. So, Durst haben wir noch. Kann es eigentlich sein, dass die Mutanten aus den Höhlen mittlerweile die Eingeborenen ja, vernichtet haben, weil ich sehe kaum noch Eingeborene, ich sehe nur noch diese Mutanten hier rumlaufen. Ein neuer Tag. Und wir brauchen mal wieder Fleisch. Können aber auch Kelvin dann schicken, Fische holen. Da macht er wenigstens unser Baumhaus nicht kaputt. Okay. Das ist ein kleiner Stamm.
Ja, das geht aber. Ich baue mir nur eine Leiter, alles mehr mache ich ja nicht. Warum? Warte mal, wenn ich mich hier direkt drauf stelle. So einfach das alles rauszulösen. Gut, dann gehen wir die erstmal wegbringen. Echt so geil, dass wir das wiederverwerten können. Das? Borke. Was ist das? Nein. Wann ist denn das kaputt gegangen? Und ich dachte eigentlich, wir hätten was gegessen. Wahrscheinlich habe ich es vergessen. Was ist denn hier alles? Was habe ich denn hier alles dabei? Jetzt muss ich gleich mal alles loswerden. Essen gleich am besten noch was. So, und noch was hinterher zu trinken. Trink dich doch. Sitt, Junge. Okay. Kurz mal abspeichern. Irgendwie die Befürchtung, am Ende werde ich Kelvin eh beauftragen, das hier abzubauen. Das Baumhaus. Weil es kacke aussehen wird zusammen. Hier drauf, bitte. Ja, stimmt, hier sind ja auch noch mehr. Macht er das nicht? Ich verstehe es manchmal nicht. Okay. Haben wir erstmal die Dinger. So, das haben wir den Boden erstmal fertig. Dann kommt ja jetzt die wichtige Sache. Und wir brauchen erstmal ganz viele Baumstämme dafür. Dass wir erstmal die Balken wieder setzen. Wenn wir denn hier wieder hochkommen. Das war vorhin irgendwie leichter. Wirklich nicht, in welchem System der die Dinger überhaupt rausnimmt. Warum nimmt er den hier oben nicht raus?
Scheiße, jetzt habe ich es erwischt. Tut mir leid. Aber hier ist Baustelle, da musst du aufpassen. So, ich fange mal hier hinten an. Mal eins. Achso, ich hatte ja überlegt, ob ich es hier vielleicht schaffe, ohne die Querbalken. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Dann mache ich erstmal nur außen die Dinger dran. In den vier Ecken. Und dann fange ich schon mal mit den Wänden an. Ich will wissen, ob das vielleicht geht, ohne dass ich dann wieder so alle vier Ecke mäßig was hinbauen muss, aber das wird wahrscheinlich wegen der Decke schon nicht gehen. So sieht es ja eigentlich in Ordnung aus. Aber wir gucken mal. Kelvin ist irgendwie aufgescheucht durch irgendwas. Die Hütte wurde nach und nach zerlegt. Erstmal hier weg, der stört. Ich wünschte, ich könnte mehr als zwei Stämme tragen. Ja. Willst du mich wieder irgendwo hinführen? Warum ist dein Bein blutig? Ist das noch von dem Baumstamm, den ich auf dich geworfen habe? Oh Gott, was habe ich mir hier vorgenommen? Ich bin doch verrückt. Das ist kein ganzer Baumstamm? Achso, ich hab... Das ist ein kleinerer, deswegen geht's nicht. Der andere. Okay. Und der hier? Auch nur ein halber, okay. Kann ich jetzt mittlerweile mal die hier oben da rausnehmen? Geht's immer noch nicht? Ich wünschte, ich könnte den auch irgendwie was beauftragen hier. Okay. So, wenn ich jetzt hier anfange. Ich schätze, da muss ich wohl wieder mit der Axt ran, dass das geht. Das geht auch nicht. Ach stimmt, ich wollte doch probieren, ob ich vielleicht einfach reparieren muss. Vielleicht war ja das Problem. Leider sieht man nicht, wie damals so richtig, wann das wieder ganz ist. Gut, dann muss ich wohl wieder bösartig werden. So, und das geht ja ohne das.
tut doch echt weh. Jetzt muss ich aber hier erstmal aufräumen. Baumstämme ab ins Wasser mit euch. Ich brauche euch halbe Stämme oder Viertelstämme oder was auch immer ihr seid nicht. Und euch auch nicht. Seid alle wertlos. Genauso wie ihr. Weg damit. Ich will ordentliche Stämme haben. Zweites Stockwerk sehe ich heute nicht mehr. Sah gerade aus, als wäre in der Mitte irgendwie was zerrissen in der Hose. Geht's wahrscheinlich mit meiner Fantasie durch. Ja, da kommst du jetzt erstmal nicht mehr rein, Virginia. Da musst du schon ein bisschen springen. Sollte vielleicht mal mehr auf diese Symbole gucken bei den Stämmen. Da müsste man ja eigentlich erkennen, was davon ganze Stämme sind und was nicht. Der hier hat zum Beispiel nur ein halbes Symbol. Der ein Viertel. Der ist drei Viertel. Ah. Und der ist ein ganzer Stamm. Aha. Manchmal hilft es also einfach richtig hinzugucken. So, was seid ihr hier? Halbe. Also halb Bretter. Boah, ich wünschte fast, ich könnte das irgendwie hier mal aufräumen. Muss mal gucken, aber problematisch ist, glaube ich, dass ich diese Bretter, die kann ich nicht in den Sammler reinmachen. Das wäre sehr praktisch, aber das geht, glaube ich, nicht. Was ist das? Dachte, ich hätte was Seltsames gehört. Gut, also wie ihr seht, das geht auch nicht. Wir müssen hier so ein Schlitz. Hier unten muss ich dann wahrscheinlich irgendwie zumachen, sonst verheddern sich die NPCs hier drin. Also Virginia und Calvin meine ich natürlich. Warum war da gerade so ein Bruchsymbol? Ich würde sagen, hier müssen auf jeden Fall viele Fenster hin. Ich glaube, es sind Babys, die da rumtapsen. Und die Tür? Wo machen wir denn die Tür hin? Hier vorne vielleicht? Man könnte es auch dahin machen, aber... Also ich sehe die Tür entweder hier oder da. Ich glaube, ich würde sie hier hinmachen. Hier würde ich dann die Tür hinmachen. So, ich schätze, wir müssen da draußen erstmal wieder für Holz sorgen. Können wir gleich mal die Fallen mit aufstellen. So, wo haben wir denn hier unser Katana? Habe ich es nicht gewusst? Da kommen sie angekrabbelt.
Tot. Na komm, 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 komm. So, die nächsten. Wie viele sind denn davon? Oh. Ich glaube, es ist schon tot. Das. Oh ne, da ist noch eins. Da tappst noch eins. Sieht grausam aus, ich weiß, aber was soll ich tun? Irgendwie muss ich ja, ne? Oh, meine Ausdauer ist ganz schön weg schon. Da habe ich ja volle Kanne wieder mein Baumhaus getroffen. So, das würde ich erstmal so lassen. Virginia. Manchmal kannst du mich echt erschrecken. Du kannst doch auch mal zu Hause bleiben. Du musst mir nicht immer hinterher dackeln. Ich rufe dich schon, wenn ich dich brauche. Wenn ich ja irgendwie Stress mit anderen Leuten habe oder so. Oh. Ich glaube, jetzt ist er beleidigt. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Jetzt ist er direkt weggegangen. Oder die hat mir wieder gezeigt, ich soll ihr folgen. Nein. Nein. Ich folge dir nicht. Nein. Ich kann doch nicht vor ihrer Nase zumachen. Was habe ich da jetzt gerade aufgenommen? Lass die Tür jetzt mal offen. Ja, momentan ist es so friedlich, es ist schon fast langweilig. Ich brauche mal wieder ein bisschen Action zwischendurch. Obwohl ich auch ungern Spinnen hier drin hätte, aber was soll's. Wo machst du dir das denn gemütlich, Calvin? Das Haus ist doch noch lange nicht fertig. Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal die Tür schon fertig machen. Weil... Ah, und da haben wir auch schon das Problem, dass wir jetzt hier nämlich gar keine Tür bauen können, weil wir hier keinen Balken mehr reinsetzen können. Und ich weiß nicht, ob das sonst geht mit einer Tür. Moment, das müssen wir mal anders machen. Das heißt, wir müssten eigentlich dort eine Tür hinsetzen. Dafür muss ich die wieder abbauen. Ja, das
das habe ich mir fast gedacht, dass sowas passieren kann. So müsste es aber jetzt gehen. Jetzt mal Virginia erhöhen hier. So, okay. Das heißt, das müssten wir eigentlich schon zubauen. Obwohl, ich kann das eigentlich auch erstmal so offen lassen. Ich muss die Tür jetzt noch nicht reinbauen, das kann ich später machen. Vielleicht sogar oben den Balken nochmal weg. Ah, nee. Da habe ich so eine Orientierung, wie hoch ich jetzt bauen muss. Lassen Sie es echt gut gehen hier. Bis auf Virginia, die halt immer hier am Rumrennen ist. Ach, das ist ein Dreiviertelstamm. Und der hier? Ein ganzer, okay. So, ist denn hier noch irgendwo ein ganzer übrig geblieben? Ja. So, kurz abspeichern, bevor wir weitermachen. Die hier. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass es mit der Kettensäge schneller geht. Nicht so nah ran, Virginia, sonst kriegst du hier was ab. Ach, Virginia, wo willst du mich denn wieder hinführen? Willst du mich wieder zu diesen spuckenden, sich selbst besamenden Viechern schicken oder zum Wasser wahrscheinlich? Nee, da hast du mich schon mal hingeschickt. Irgendwann werde ich ihr nochmal folgen, aber nicht heute, nicht jetzt. Gut, das würde ich sagen, reicht erstmal wieder zum Rüberwerfen. Was? Reicht schon gar nicht mehr hier. Was haben wir bloß für eine Kraft? Habe ich jemanden getroffen? Hat sich ja so dumpf angehört. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es vielleicht Sinn machen würde, Virginia dann doch auch die Möglichkeit zu geben, dass man ihr was befehlen kann. Obwohl sie ja eigentlich das gerade so ein bisschen besonders macht, dass sie sich eben nichts sagen lässt, sondern einfach selbst entscheidet. Das hat ja den Charme eigentlich. Also ab und zu würde ich mir halt wünschen,
Angst, dass ich gerade die ganze Zeit Kelvin treffe. Ab und zu würde ich mir wünschen, dass man ihr wenigstens sagen könnte, hier bleibt doch mal in der Basis oder sowas. So, habe ich hier noch welche übersehen? Sieht erstmal nicht so aus. Hier sieht's aus, meine Güte. Wird natürlich spaßig, wenn wir das alles wieder abreißen müssen, weil wir dann doch die Balken reinsetzen, aber das anders findet man es halt nicht raus, ob es sein muss. Oh. Das war so nicht geplant. Oh, leg doch mal den verdammten Stein weg. Hä? Was war das schon wieder? Was hast du jetzt gemacht? Ich habe irgendwie gerade einen verschwendet für irgendwas habe ich jetzt gerade gemacht, was nicht sein sollte eigentlich. Ich war ins Baumhaus gebaut. Warte mal, müsste ich nicht am Ende hier eigentlich noch... Passt gar nicht so richtig, hä? Eigentlich müsste das doch aufgehen. Die Wand mit der Decke. Oder das ist jetzt schon das Problem, dass wir doch die Balken nicht haben, dass es deswegen nicht aufgeht. Sie etwas gesehen. Oh shit. Da habe ich das. Das habe ich davon, dass ich jetzt hier freigelassen habe. Gut, dann müssen wir uns wohl drum kümmern. Ins Knie? Habe ich den ins Knie geschossen? Ich wollte eigentlich gucken, hatte der nicht noch einen Pfeil irgendwo? Nix ist. Auch gleich noch zwei von denen. Oh shit. Gerade festgesteckt hier. Ich glaube, sie hatten... Na gut, dann machen wir hier vielleicht doch mal zu. Aber andererseits, das war ja ganz witzig. Nur jetzt liegt er hier rum. Jetzt liegen die alle wieder hier rum. Oh oh. Das hört sich nach was Größerem an. Ach, der geht raus. Gut, wenn das so ist. Hier ist zu. Der bleibt draußen, hoffe ich. Aber der da hinten bleibt nicht draußen. So. Ruhe ist. So, ich muss mir das jetzt hier genau angucken. Warum geht das jetzt nicht... Das jetzt echt alles wieder abbauen. Also rot, es zeigt jetzt rot an. Ich kann es nicht so machen. Und ich schätze, wenn ich jetzt... ich muss mir mal wieder eine Leiter bauen, glaube ich. Wenn ich jetzt stattdessen aber das einfach oben drauf setze,
Na los, Triggerpunkt. Müsste das nicht auch gehen? Es ist wahrscheinlich trotzdem nicht dasselbe. Das hier eigentlich testen. So, jetzt hier einmal. Bin ich direkt runtergefallen. So, das geht nicht. Und wenn ich das draufsetze, das ist doch aber dieselbe Höhe. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ja, du kümmerst dich drum, das finde ich gut. Die sammeln sich jetzt aber ganz schön hier. Danke, Virginia. Wir kriegen doch ganz schön Besuch jetzt hier. Sogar trotz geschlossener Tür. Jetzt ist nur die Frage, mache ich das dann weiter so? Es hat ja offensichtlich gerade keine Konsequenzen. Konsequenzen hat es wahrscheinlich deswegen, weil ich jetzt dann da nicht weiterbauen kann. Ich könnte dann quasi hier... Ich habe jetzt hier noch nichts fertig, Mist. Hier könnte ich bauen und da, weil ich da die Querbalken habe. Aber da eben nicht. Das muss nochmal hin. So, den nochmal ab und dann stattdessen hier hin. Der bietet es mir trotzdem an, dass ich jetzt hier dann was aufstellen könnte. Ohne den Querbalken. Also brauche ich das vielleicht tatsächlich doch nicht. Ja. Da ist einer runtergerollt, sehe ich gerade. Schon wieder einer. Kümmere ich mich gleich drum. Aber ich glaube, Virginia ist schon unterwegs. Was willst du hier? Verpiss dich! Funktioniert. Ab und zu funktioniert's. Ah, zum Schlafen reicht's aber noch nicht. Huch. Ich weiß jetzt gar nicht, was ihn getötet hat. Die Lampe. Ach nee, die Lampe kann ja nicht an sein. Wir haben ja... Wir haben ja gar keinen Strom mehr. So, ich muss sehen, dass ich mal wieder jagen gehe. So, ich probiere es nochmal mit dem Schlafen. Nee. Huch. Du bleibst liegen. Okay. Ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen experimentieren, was so diese... Aua. Fijis, ich weiß gerade nicht, wie es im Deutschen heißt, angeht. Also diese Köpfe aufstellen und so.
So. Nächster Schlafversuch. Ah, oh, das hat gereicht. Sehr gut. So, erstmal was essen. Hier, Kelvin. Oh, das ist ein Hase. Den gönnt ihr ja genau. Kannst du bitte Fische holen? Und würde sagen, hier fallen lassen. Ich wünschte, der könnte dir gleich ans Trockenregal machen. Das wäre sehr praktisch. Moment, das sind die falschen. Und ich bin noch nicht satt. Oh, Virginie hat auch noch was zu essen, wie es aussieht für mich. Was hast du denn da? Ein Eichhörnchen, lebt das noch? Das lebt doch noch. Nee, es lebt nicht. Warum ist das so weiß? Was hast du damit gemacht? War das zufällig bei diesen komischen Viechern, die sich gegenseitig besprüht haben? Erstmal ein bisschen waschen. Bin schon so dreckig. Hat er mir eigentlich schon Fische hingelegt? Mhm. Tatsächlich, einen hat er schon. Warte mal. Ach, ich habe hier noch ganz viel Verdorbenes. Das muss ich erstmal hier weglegen. So, Moment. Eins, zwei, drei. Weg, weg, weg. Und wir hatten hier auch noch Rottenbein. Wollte ja jetzt anfangen, so ein bisschen Kannibale zu spielen, weil ich das Gefühl habe, dass das hier im Spiel sowieso keine Auswirkungen hat. So, jetzt können wir das auch mitnehmen. Oh, den Kopf habe ich noch vergessen. Der ist noch da. Lass mal unseren See verseuchen. Wo ist denn der hier? Nicht den aufhänge, der ist doch noch viel verstörender als alles andere. So, mal kurz den Stand speichern. Müssen wir hier irgendwie. So geht's auch. Jetzt geht's auf einmal so. Perfekt. Unsere erste Etage schon mal ohne Dach fast fertig. Ich hoffe nur, dass das. Was ist denn? Oh, da war noch was übrig. Ich hoffe nur, dass wir dann tatsächlich vielleicht noch eine zweite bauen können. Eine zweite Etage. Ich hatte ohnehin überlegt, das ein bisschen höher zu bauen, weil ich finde das hier für die Deckenhöhe ein bisschen niedrig. Ich weiß noch nicht, ob das geht. Könnten wir das jetzt hier ansetzen? Warte mal, was ist denn? Das geht, hier geht's ran, hier geht's nicht ran. Warum das? Doch, ich muss nur den Triggerpunkt finden, wie es aussieht. Ich schätze, für eine Decke muss ich das machen. Da muss ich hier wieder überall Stämme hinsetzen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss mal gerade schauen, ob ich das noch höher bauen könnte. Ach doch, das war ein richtiger Stamm.
Doch, das müsste gehen. Theoretisch. Oh, da muss ich wieder hier hochkommen erstmal. Mist. Ich hab den falschen Baumstamm dabei gehabt. So, hier bietet er mir jetzt an, dass ich hochbaue. Wenn ich stattdessen aber jetzt anfange, die Wände zu bauen höher. An das Ganze? Ja. Das wäre ja für eine Deckenhöhe eigentlich schon optimal fast. Oder was meint ihr? Für eine Deckenhöhe wäre das eigentlich optimal? Das sind jetzt zwei mehr. Vielleicht würde auch eins mehr reichen. Dann könnten wir uns noch ein bisschen sparen. So die Höhe. Es ist ja eh nur die Frage, ob es funktioniert so auf die Art. So, aber wir müssen hier uns... Aua! Ein bisschen was frei halten, sonst kommen wir hier nicht hoch. So, das wird doch langsam. Langsam, aber stetig. Das sind Bretter. Das ist noch ein Stamm. Ich muss wohl wieder schlagen gehen. Ist ja nicht noch irgendwo einer hingekullert vielleicht? Oh. Kelvin war die ganze Zeit am Sammeln. Upsala. Ich glaube, der ist fertig. Kelvin. Mach mal Pause, bitte. Mal gucken, was dann die jetzt alle hingeschleppt. Sind die überhaupt noch hier? Oder hat Virginia die gefressen? Die müsste doch hier eigentlich hingepackt haben. Kelvin, hattest du nicht den Auftrag, Fische zu sammeln? Wo sind die hin? Wo sind die hin? Entweder sind die direkt despawned oder ich habe dir eine blöde Stelle ausgesucht, wo die durchgefallen sind. Kelvin? Wir probieren das nochmal, Kelvin. Hol bitte Fisch und... Folge mir. Frage mich, was der Unterschied zwischen Folge mir und mir geben ist. Lass mal fallen, bitte. Vielleicht hält sie dann fest und lässt und muss sie eben abnehmen dann, wenn er Folge mir steht. Müsste ich eigentlich mal testen. So, gut, wir müssen erstmal Baumstämme wieder fällen. Ich muss immer weiter weggehen hier. Was wir da alle rüberwerfen. Und
Vielleicht könnte man mal anfangen, mit erstmal die hier abzuwerfen. Die ist aber leider zu schnell. Die geht ja wahrscheinlich direkt Verstärkung holen. Weggerollt hier. Ne, hab ich nicht. Könnte ich eigentlich direkt weitermachen, aber ich baue die erstmal wieder rein. Sieht doch schon wieder so unordentlich aus hier. Schön, dass man hier lang gehen kann. Das ist eine Herausforderung hier. Ach, hier sind zwei reingefallen. Gut. Man rutscht hier so leicht ab. Komm, gib mir den Triggerpunkt bitte. Den richtigen. Da war er gerade. Nein, da war er doch gerade. So, sehr gut. Ja, Virginia, was los? Ich geh mal kurz Fische holen, sonst vergesse ich das wieder. Da liegen sie. Genau drei Stück. Bist du schon fertig, Calvin? Hatte ich jetzt noch einen oder nicht? Muss mal gucken, ob da noch welcher war. Kann ich auch noch ein bisschen Fleisch dazu packen gleich. Ich glaube, da liegt noch einer. Oder? Nö, der Stein. Ich glaube, das reicht. Du machst wahrscheinlich schon Pause, Calvin, aber ich würde trotzdem sagen, mach Pause, bitte. Hast du dir verdient. Genau, setz dich wieder hin. So, hier ist voll. Können wir gleich mal was wegessen. Und wieder nachhängen. Ein Platz ist noch frei, aber den werden wir noch irgendwann besetzen. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wie machen wir das mit dem Dach? Ja. Hier bietet er mir jetzt gar nichts mehr an. Und hier kann ich auch nur hochbauen. Wir probieren das mal. Mal gucken, was passiert. Nicht damit. Den kann ich jetzt aufbocken.
Aber es ist halt so niedrig. Wenn ich das jetzt draufsetzen würde, ich müsste es überall draufsetzen und übergucken, ob das dann noch stehen bleibt. Das muss ich mal eben probieren. Das heißt, erstmal die ganzen Stützen bauen. Das wieder halbe. Nee. So, wir müssen also erstmal hier die Stützen fertig bauen. Jetzt muss ich da oben drauf welche bauen und dann versuchen, wieder die abzubauen. Aber wahrscheinlich erst, wenn die Decke fertig ist. So, ich baue erstmal eine kleine Wand wieder, damit ich hochkomme. Ich natürlich nicht mehr so gut hoch. Kannst du das nicht von hier unten? Muss man es halt so machen. Dahin. Und jetzt gehen uns schon wieder die Stämme aus. Da sind aber auch irgendwie welche drunter gefallen, wie es aussieht. So, jetzt ist die Frage, kann man an denen irgendwie was befestigen? Sonst müssen wir auf jeden Fall erstmal das Dach bauen, wie es sich. Ah, nee, das. Ach, Mist. Oder wir müssen es wirklich gleich zwei hochbauen, aber das ist dann, finde ich, wieder sehr hoch für ein Haus. Also, ich glaube, so wie ich dachte, geht das nicht. Mit einfach nur eins erhöhen. Das geht sowieso nicht mehr hier. Ja, warte mal, was macht denn jetzt? Baumstümpfe verschwenden tut er. So, kriege ich die unter dem Haus vielleicht irgendwie? Hm, ich muss mal kurz drüber nachdenken, wie ich das mache. So Leute, da bin ich wieder. Also das klappt wie gesagt so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen muss ich die Wut erstmal an irgendwelche armen Vögel auslassen. Nee, ich würde sagen, ich reiße das jetzt erstmal hier ab, diesen Zusatzding. Und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal die Etage bauen, wie sie ist. Also fertig bauen. Und dann erstmal weiter gucken. Ich muss auch schon mal sehen, dass ich auch schon mal vielleicht eine Treppe plane für das zweite Stockwerk. Und wenn ich diese erste Decke hier gebaut habe, jetzt muss ich ja dann zwei bauen,
dann kann ich ja gucken, ob ich die erste Decke abreißen kann am Ende. Aber bis dahin muss ich jetzt hier erstmal ganz viel machen. Vor allem wahrscheinlich überall erstmal die Balken reinsetzen. Ich würde so fluchen, wenn ich hier das nicht rausnehmen könnte, um weiterzubauen. Ich glaube, dann würde ich das auch ehrlich gesagt gar nicht machen. Das ist halt so viel Freiheit, die man hier gewinnt dadurch, dass das geht. Okay, ich glaube, ich muss hier tatsächlich erstmal wieder alle rausschaffen. Calvin, Vorsicht. Habe ich ihm irgendwas aufgetragen? Ich weiß das gar nicht mehr. Hatte ich ihm nicht gesagt, er soll Fisch holen? Jetzt habe ich ihm, glaube ich, wieder... Schlimm, wenn man keine... Wenn man sich nichts merken kann. So, den kann ich eigentlich mal hier hinterlassen. So, hier muss einer hin. Da muss ein... Ja doch, das war korrekt. Und jetzt muss ich hier erstmal wieder ein schönes Netz bauen. Was ist los, Virginia? Warum bist du denn immer so nervös? Du wirst doch einen Herzinfarkt kriegen, wenn das so weitergeht. War es das schon, ja? Kann ich jetzt die Decke schon bauen? Geil. So, wie mache ich denn das am besten? Triggerpunkt erstmal wieder bekommen. Virginia, weißt du was? Ich hab dich gern und deswegen schenke ich dir jetzt was ganz Besonderes. Du bekommst jetzt die Schrotflinte. Nee, die hätte ich gern behalten. Pistole brauche ich noch. Die will ich mir dann nämlich stattdessen jetzt auf die 5 legen. Dass ich noch eine Waffe habe. So, viel Spaß damit. Neues Spielzeug für sie. Das wird lustig. Geht gleich spielen. Ich geht gleich spielen damit. Und freut sich ihres Lebens, wie sie herumstolziert. Auch ist das schön. Schön, sie damit hier rumläuft, so fast so ein bisschen geheim, so. Würde sie sich hinter jeder Ecke verstecken und darauf lauern, jemanden zu erschießen. Endlich werden wir auch mal die Hölzer hier los. Und denen haben wir noch eine Menge.
Ja, Triggerpunkt bitte. Danke. Ich dachte, hier ist noch ein Baumstamm. Oh, ich habe ja noch eine Fischreuse. Ich habe ganz vergessen. Und ich schicke hier die ganze Zeit Kelvin los für die Fische. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Der ist aber nicht hier drin, oder? Doch. Lässt du mal den jungen Baum in Ruhe? Der ist noch frisch. Ja, tut mir leid, du konntest deine Knifte nicht ausprobieren. Ich glaube, das nennt man keine Knifte, das kleine Ding. Das große Ding. Ist eher für Pistolen gedacht, der Begriff. Ist da noch einer? Wo ist der? Hä? Der ist vor der Tür, oder? Ist das dein Ernst? Du bist dran. Alter, voll in den Rücken geschossen, wie der weggeflogen ist, um Gottes Willen. Ja, definitiv das richtige Spielzeug. Funktioniert. So. Ja, nee, ich warte mal mit den Fischen noch, weil die sind frisch, solange sie in der Reuse sind. Und bis dahin will ich sie erstmal noch nicht im Inventar behalten, wo sie mir vergammeln. Keine Mutantenrüstung mehr? Nee, leider nicht. Ich müsste mal die Tech-Rüstung ausprobieren, aber da habe ich immer so wenig Zeug für. Zu bauen. Gehört, aber ich sehe keinen. Die Feueraxt ist schon echt geil. So, dann müssen wir mal wieder alles rüberwerfen. Rüberwerfen, bitte. Das muss von der anderen Seite echt lustig aussehen, wie der ein Baumstamm nach dem anderen rübergeflogen kommt. Dass sie so kräftig sind und die Baumstämme einfach rüberwerfen können. Was willst du denn hier? Ich muss das Ziel noch üben. Definitiv. Auf Pfeile verschossen, ey.
Noch gerade gucken, ob ich die vielleicht noch aufsammeln kann. Oh Gott, die sind sonst wohin geflogen. Nee. Das versuche ich mal eher nicht. So, habe ich hier noch Baumstämme übersehen? Der letzte? Muss reichen. Sieht schon wieder schlimm genug aus hier. Baumstamm ist jetzt wahrscheinlich oben drauf. Die andere halbe. Schießt sie mit der Pistole jetzt wieder? Ich komme ja fast so hoch mit dem Springen. Hat sie jetzt Pistole und Shotgun? Denn sie hat mir ja die nicht zurückgegeben. Und es klingt so, als würde sie jetzt aktuell wieder mit der Pistole schießen. Oh, hier habe ich ja ganz was übersehen. Was hat's denn aktuell? Man, die läuft mit der Schrotflinte rum. Ah, Mist, komme ich hier nicht aufs Dach hoch? Muss ich hier eine Leiter bauen? Macht das doch viel besser. Oh shit, das wollte ich eigentlich nicht. Das sind doch genau zwei Reihen, sehr schön. Ich ja eigentlich nicht so ganz. Ich hatte gehofft, ich komme von da direkt drauf. Aber da lässt sich mit Sicherheit was bauen, dass wir das schaffen. Bitte. Nein! Bleib hier! Hä? Wird es jetzt dunkel oder hell? Das ist gerade ein bisschen schwierig zu definieren. Ach, guckt euch das mal an. So schöner Himmel. Wolken könnten zwar noch schärfer sein, aber sonst.
Ein verrotteter Fisch liegt immer noch hier rum. Und mir ist es wieder zu dunkel. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder schlafen. Wenn wir können.